Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Sie heben teilweise mehr als 300 Kilogramm. Powerlifting ist eine Sportart, die sich im vergangenen Jahr in Parchim etabliert hat. Der SC Parchim war Gastgeber der Ostdeutschen Meisterschaft im Powerlifting, dem Kraftdreikampf. Gewichte stemmen in den Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Dabei konnten die Athleten in den drei Bereichen antreten oder jeweils in der Einzeldisziplin. Dass diese wichtigen Meisterschaften nach Parchim vergeben wurden, ist Hartmut Ewer zu verdanken. Der Parchimer ist erst spät zum Powerlifting gekommen und trotzdem Weltmeister im Bankdrücken in seiner Altersklasse geworden. In den Tagen vor den Meisterschaften hatte Hartmut Ewert jede Menge Stress. Also ich sag mal, das ganze Equipment herholen, ich war den einen Tag von mittags bis nachts um eins her, da muss ich noch aufpassen, dass ich das Auto nicht überlade wegen den ganzen Teilen, das machen. Dann die ganzen Sachen hier mit aufbauen, Tag vorher wie gestern, ne, also es zehrt schon, ne, dass alles richtig ist. Also ich verstehe jeden, der jetzt solche Meisterschaft ausstattet. Eine Woche habe ich bestimmt nur umherrotiert. Es ist alles rechtzeitig fertig geworden und so konnten etliche Weltmeister, Europameister und deutsche Meister im wahrsten Sinne des Wortes ihre Kräfte messen. Insgesamt 83 Sportler gingen an den Start. Beim Heben aus den Kniebeugen geht es nicht nur um reine Muskelkraft, auch jede Menge Körperbeherrschung gehört dazu. Ja, bei der Kniebeuge ist es unheimlich wichtig, dass man tief genug ist. Das heißt, man muss im tiefsten Punkt der Hüfte tiefer sein als das Knie. Im Klartext, es muss tiefer als 90 Grad sein, damit der Versuch gültig ist. Und man muss im Einzug dann wieder nach oben gehen. Das ist auch ganz wichtig, dass man halt wirklich im Einzug nach oben nicht irgendwie zwischendurch nochmal einen kleinen Abtrag hat, dann ist der Versuch leider ungültig. Drei Wertungsrichter achten auf die korrekte Ausführung. Eigentlich ist es einfach. Wer mehr stemmt, gewinnt. Aber es zählt nicht nur das reine Gewicht bei der Bewertung. Die Sportler treten in verschiedenen Gewichts- und Altersklassen gegeneinander an. Dadurch ist es möglich, dass der älteste Teilnehmer schon jenseits der 70 ist. Kein Wettkämpfer steht alleine am Gerät. Hier geht es um so hohe Gewichte, dass immer genug starke Jungs zur Absicherung dabei sein müssen. Denn der Athlet, dem soll nichts passieren. Und es kann ja auch sein, dass ihm plötzlich die Kräfte versagen. Und in dem Moment sind die Helfer bereit und helfen ihm dann aus der, ich sag mal, Patsche raus, dass das Gewicht sicher in den Ständer gelegt wird. Die Helfer haben am Ende des Tages vielleicht genauso viel gehoben wie der eine oder andere Wettkämpfer. Immer wieder Gewichte rauf, Gewichte runter. Beim Bankdrücken werden nochmal andere Muskelgruppen stärker beansprucht als bei den Kniebeugen. Darum müssen Powerlifter vielseitig trainieren. Auch wenn jeder Sportler alleine seine Leistung am Gerät bringen muss, viele Powerlifter beschwören den starken Zusammenhalt der Sportler untereinander. Ich betrachte das große Familie und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Leute sehe. Ich bin eigentlich glücklich. Also ich kenne es eigentlich in fast keinen anderen Sport als so. Das ist so, man ist lieb, nett zueinander, man haut sich nicht, wo das bei anderen Sportarten üblich ist. Ne? Man geht hier zufrieden raus. Muskeln, Technik und vor allem jede Menge Wille. Darum geht es beim Powerlifting. Die Sportart ist noch neu in Parchim, aber sie hat sich mit dieser Meisterschaft endgültig in der Eldestadt etabliert. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.